Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Dreadnought. Und heute will ich mal eins der Traderships vorstellen, was ich glaube ich noch gar nicht so gezeigt habe, und zwar den Zerstörer Athos. Das ist dieses Teil hier. Wie gesagt, ein Tradership, das heißt, das Schiff kann jeder spielen, man kann es noch nicht mehr anpassen. Also von dem her muss ich den in seiner Konfiguration spielen, so wie er steht. Und deswegen gucken wir mal, was die anderen noch haben oder auf was sie gehen. Athos, eine Korvette, Tactical Cruiser, Artillery Cruiser. Also eigentlich alles da, bis auf einen Dreadnought. Aber naja, wir schauen einfach mal, wie es läuft. Im Zweifel, man muss hier ein bisschen so unterwegs sein, dass man halt einfach mal wechseln kann. Man darf nicht starr auf einem Schiff bleiben. Deswegen, wir gucken einfach mal, wie es hier so läuft mit dem Gerät. Und auch ganz wichtig, dass man als Team zusammenbleibt. Deswegen, ich bleibe erstmal wirklich hier beim Verbund. Und ziehe mich da auch so ein bisschen runter. Da fängt er schon hier den Beef an, das ist nicht so clever. Aber der sollte einfach mal ein Stück runter. Wir sind alle da zu hoch. Da werden sie leicht rausgenommen und gerade hier, der ist natürlich auch ein leichtes Ziel. Und jetzt haben wir da mal Weapon Lock und so, den anderen Spieler hatte ich vorher schon mal getroffen, deswegen hat er geschrieben, so we can meet again, oder so we meet again, was hat er geschrieben? So we meet again, genau. Das ist der Hintergrund. Wie gesagt, hier ist es jetzt besser als in dem Spiel, wo ich ihn davor getroffen habe. Da ist jeder für sich einzeln vorgeflogen. Und das ist natürlich einfach nicht clever. Viel besser jetzt gerade. So, der muss aufpassen, aber da passiert gerade nichts weiter Schlimmes. Ich lade mal nach. So, und jetzt hier Damage. So. Kriegt da Gott sei Dank Heilung und dann wird er zerstört. Sehr gut. Und ich bekomme auch die Heilung. Ganz, ganz wichtig in dem Augenblick. Jetzt komme ich drauf. Davor konnte ich noch nicht drauf schießen. Und immer mehr drauf. Bin noch für die Torpedosalve leider noch nicht in der richtigen, im richtigen Abstand. Jetzt kann ich meine Torpedos drauf schießen und meine Silos auch. Und hier auch noch den Damage. Und jetzt hätte ich vielleicht mal auf den gehen sollen. Das war jetzt eher Quatsch. Merke ich gerade. Ah, ich Depp. Okay, absoluter Fail von mir, da nicht auf den Heiler zu gehen. Aber da habe ich einfach gar nicht den realisiert. Ich gebe es ganz ehrlich zu, dass ich so fokussiert war auf den einen gerade, dass ich da wirklich nicht smart gespielt habe. Ship 30-20 eben auch aufgrund meiner
eigenen Unfähigkeit, muss ich ganz klar so sagen. Aber das will ich jetzt besser machen. So. Kommt der näher? Komm, geht down. Ach, Double Kill. Wie du mir, so ich dir an der Stelle. Schade, ich dachte, ich könnte den wegdamagen, aber hat dann in dem Augenblick nicht geklappt. So ganz zumindest. Und jetzt passiert genau das, dass hier viele einzeln sind. Ich werde mich jetzt mal so ein bisschen hier da mit dem anderen da verständigen, dass ich mich da so ein bisschen Richtung Team orientiere. So, und der ist aber definitiv weg. Da vorne ist irgendwo ein Dreadnought. Das war jetzt ein vernünftiger Kill. Da muss ich jetzt aufpassen. Erstmal ein bisschen heilen. Und jetzt kann ich wieder mich da ein bisschen weiter rein orientieren. Ich bin der einzige Zerstörer gerade. Meine Torpedos kamen da an. Das hat man gerade gut gesehen. Da konnte man hier so ein bisschen reinhalten. Wird jetzt natürlich umso kritischer, je mehr wir so spielen, wie wir gerade spielen. Tactical Cruiser halten von hinten die ganze Zeit rein. Und die anderen bleiben da schön beieinander. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, der ist gut gewesen. So, jetzt konnte ich auch hier ein bisschen schneller ran. Und auch der muss eigentlich jetzt gut machbar sein. Sehr gut. Ja, Light Autoguns. Und jetzt die Flux noch drauf. Aber... oh, da haben wir guten Support gehabt. Jetzt muss ich mich hier ein bisschen erstmal beruhigen, sag ich mal. Aber das schaut gerade sehr, sehr gut aus. Und... ja. Da muss man sagen, 90-65, die Runde lief jetzt am Ende für uns super, super gut. Bin auch mit 6-2 höchst zufrieden. Locked and ready.
So, und der kommt jetzt nochmal, aber den werde ich jetzt nochmal ganz schnell wegmachen. Und zerstört. Und dementsprechend ist das Thema hier Geschichte. Ja, das war eine super gute Runde. Die lief sensationell. Und der Damage kam auch so, bis auf diese eine Sache, da habe ich mich ein bisschen geärgert. Da war ich einfach, ja, noch nicht, die Übersicht fehlt mir einfach so ein bisschen, gebe ich auch ehrlich zu. Aber in dem Fall hat's wirklich dann hinten raus gut geklappt. Und es ist einfach nach wie vor Thema, man muss bisschen spielen und ein bisschen mehr Routine reinbekommen. Dann geht es auch recht einfach. Also man sieht 6 Kills, 2 Deaths, 5 Assists. Deswegen eine Kill-Death-Ratio von 3:0 und 2540 XP. War eine gute Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Dreadnought. Euer Alcaramba.